Menschen, die sich kritisch mit dem Mullah-Regime auseinandersetzen, sind aktuell besonders vielen Repressalien in ihrer Heimat ausgesetzt. Die Musik, die am Samstag, dem 3. Dezember 2022 über den Steintorplatz erklingt, stammt vom iranischen Künstler Too Much. اگه دیدی درد مردم و ولی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از ترس یا واسه منفعتت خودی کردی تو هم دست ظالم هستی تو هم مجرم هستی. Aktuell ist er inhaftiert im Iran, weil er sich für Frauenrechte, für Menschenrechte stark macht, auch in seinen Liedern. Er ist mit einer derjenigen, der am lautesten die Stimme erhoben hat, direkt zu Anfang dieser Revolution. Und leider Gottes wurde er festgenommen und er wurde angeklagt. Es wird ihm vorgeworfen, Krieg gegen Gott. Darauf steht im Iran die Todesstrafe. Zunehmend zeigt sich die Solidarität auf vielen Ebenen der Gesellschaft. Politische Abgeordnete und auch die evangelische Kirche setzen sich ein für fundamentale Umbrüche im Iran. Wir erklären uns auch solidarisch mit den iranischen Menschen, die hier in Deutschland leben und um ihre Angehörigen im Iran fürchten. Wir unterstützen die Forderung der Demonstrantinnen und Demonstranten nach einem grundlegenden Systemwandel in der Islamischen Republik. Möge die Freiheit sich durchsetzen, das wünsche ich mir von Herzen. Das ist mir ein ernstes, ein wichtiges Anliegen. Wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann dürfen wir nicht schweigen. Wenn Menschen ins Gefängnis geworfen werden, nur weil sie für ihre Freiheit eintreten, dann dürfen wir doch nicht schweigen. Wenn Frauen, wir haben es gehört, eindrucksvoll, wenn Männer, wenn sogar Kinder misshandelt, verfolgt, manchmal sogar ermordet werden, dann dürfen wir doch nicht schweigen. Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Weg, weg, weg! Mullah muss weg! Weg, weg, weg! Mullah muss weg! Hey, alter Mullah, Mann, man prügelt, wenn man sonst nichts kann. Dein Unterdrückung.